So, wir sind hier wieder bei Secure in den Mountain States und wir haben wieder jemand ein bisschen Money bekommen, ja. Genau. Ich glaube. Ach nein, ich war jetzt voller Elan, habe ich mich in diese Aufnahme reingestürzt, aber jetzt fällt mir gerade ein, wie haben wir da noch so eine scheiß Kackpratz-Mission? Oh nein, oder? Doch. Wir haben nur noch die. Wir haben nur noch die. Naja. Dann würde ich sagen, wir müssen die Scheiße nochmal machen. Alex, wir haben ein Ah, Problem. Gott. Roxanne hat Ich Ärger. will's Die Cops nicht. folgen ihr. Was? Wie? Warum ist sie nicht bei euch im HQ? Wir verfolgen Coburns Oh Verkauf der meine. beschlagnahmten Ware. Sie musste sich in einen Server einklinken und aktivierte wohl den Alarm. Ich schicke dir die Koordinaten. Oh, nee, oder? Ich hab keinen Bock. Ich hab einfach Mach die keinen Karre Bock. nicht platt, Alex. So, jetzt mal in der Autoperspektive. Vielleicht habe ich damit mehr Glück. Oh Gott. Oh fucking shit. Oh ne, oder? Mach die Karre nicht platt, Alex. Okay, gut. Wir probieren das jetzt hier. Wir müssen es hinbekommen, ja? Es führt kein Weg vorbei. Wir müssen gucken, irgendwie haben wir das schon hier. Es war halt eben immer mal ab und zu ein paar kleine Fehler, ne? Vorsicht! Die dann auf Dauer halt eben uns extreme Zeitverluste gegeben haben. So, jetzt kommen wieder diese Driftkurven. Sagen, durch die erste bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich bin halt eben, wie gesagt, auch nicht so der optimale Drift-Typ. Weil ich habe lieber das Auto vollkommen unter Kontrolle als nur zur Hälfte. Ich muss sagen, wer so richtig gut driften kann, Hut ab vor dem. Ohne Spaß. Also, das ist so eine Sache, den Leuten erweise ich wirklich meinen tiefsten Respekt, weil Pass auf! ich komme mit so etwas gar nicht klar. Oh. Nein, nein, nein! Beherrsche ich auch wieder. Gut. Puh. Da ist schon wieder so ein komplett Crash. Ich muss schon sagen, das ist ein bisschen eine Verschandlung von diesem Auto. Wenn man das hier so diesen Hang hochjagen muss. Alter, was sind denn jetzt hier für Busse unterwegs, ey? Die Busse müssen da hier noch mehr rutschen als ich schon, ne? Rein theoretisch so, oder? Weil die haben normalerweise durch ihre mehreren Rädern größere Reibung. Vorsicht! So, jetzt war ich gerade ein bisschen abgelenkt.
Okay, ich sehe gerade, wir sind saugut in der Zeit hier. Ich glaube, jetzt bongen wir die Mission heute mal. Alter, wieso gehen gerade die Frames in den Keller? Nein! Pass auf! Halt's mal. So. Die Mucke macht mich gerade mal wieder fertig. So, verpiss dich mal hier aus meiner Bahn hier. So, jetzt jagen wir den Ferrari hier noch den Berg hoch. Das müssen wir jetzt unbedingt mal schaffen, diese Mission, ne? Sonst kotze ich hier wirklich noch aufs Brett. Oh, noch eine Minute, Alter. Schaffen die Scheiße wieder nicht, ne? Diese Mission geht mir so sehr auf den Sack. Ey, ich merke deutlich, wie sich unser Nitro aber schneller auflädt. Also die Punkte haben anscheinend wirklich was gebracht. Komm, gib alles! Nein. Pass auf! Oh Gott. Fast geschafft, Alex. Fast geschafft. Vorsicht! Nein! Komm. Ich hasse solche Missionen ohne Spaß, ey. Oh, nee. Fast geschafft, Alex. Fast geschafft. Ja, ey. Ohne Spaß, ey. Mach die Karre nicht platt, Alex. Wieder 300 Meter, das war's. 200 Meter haben gefehlt. Wahrscheinlich kriegt man die Mission sogar mit Lenkrad ein bisschen besser hin, wenn man wahrscheinlich mehr Gefühl hat beim Gas geben und sowas. Was jetzt hier mit Tastatur bestimmt absolut nicht möglich ist, aber eigentlich, ich glaube nicht, dass ich mit meinem Lenkrad, das ich jetzt habe, allgemein hier in The Crew fahren könnte, weil das lässt sich nicht überdrehen. Und das ist wiederum scheiße. Weil man da bei den minimalsten Lenkbewegungen schon das ganze Teil total versagt. Und deswegen ist das meiner Meinung nach nicht besonders sinnvoll, damit zu fahren. Jetzt kam ich mal mit 75 hier gut durch die Kurve durch. Immer große Probleme. Ich war doch super zufrieden, wie gut es hier vorwärts ging, aber dann am Ende habe ich erst so richtig gemerkt, das ist eigentlich doch nicht. Wahrscheinlich dieser eine Fehler dort mit der Leitplanke. Das war unser Problem. Hätten wir den nicht gehabt, hätten wir es wahrscheinlich gerade so geschafft. Aber nicht umsonst heißt es ja, Übung macht den Meister. Und irgendwie packt mich gerade mein Ehrgeiz, dass ich diese Mission schaffen will. Gut, dann bleibt ja auch nicht so übrig, ich muss sie ja schaffen. Das ist irgendwie wie so das andere Event da in den Anfangs da drüben. Das war ja auch hier so halb Schneewelt und sowas. Ja, Grenze Schneewelt. Das war auch so eine Scheiße mit diesem Kahn da. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei Frontalcrash wirst du die nicht zurückgesetzt.
so oft wie ich jetzt von Talkrecht schon hatte und jedes Mal dann nur diesen Schlag bekommen habe, glaube ich es nicht, dass man hier zurückgesetzt wird. Vielleicht liegt doch einfach das Geheimnis, dass ich auf den Zwischengeraden manchmal kurz Nitro nutzen muss. Pass auf! Das hat Zeit gekostet. Oh, naja, gut. Na gut. Vielleicht war es einfach nur so, dass ich wieder diese kleine Zwischenpause, auch wenn das nur 5 Minuten waren, die ich die Aufnahme unterbrochen habe, dass diese einfach nur total viel Zeit gekostet haben. What? Eine Nachricht im TS bekommen, wo ich eigentlich an die Text reingehauen habe. Das ist gerade crazy. Bin ich noch im anderen TS? Ne, eigentlich nicht. Naja, gut. Vorsicht! Och, nee, oder? Glaub nicht, dass es was wird. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, ob ich hier mit einem anderen Fahrzeug besser fahren würde. Oh. Wenn ich jetzt hier Gelände oder so etwas hätte, ob ich da wirklich besser fahren würde. Und ob man es da überhaupt schaffen könnte. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man das nur mit dieser Karre machen kann. Weiß nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es nur mit dieser Karre geht. Wahrscheinlich hat man bei den anderen Karren auch dieses reine Übersteuern. Man kann das ja dann mal probieren, wenn ich die Mission geschafft habe. Kann ich mal mit einer anderen Karre hier langfahren und dann mal probieren. Das mache ich wirklich mal. Also das ist jetzt so eine Sache, die muss jetzt sein, weil diese Mission mich so hart ankotzt. Das nachprüfen muss. Also langsam komme ich auch mit dem Übersteuern hier nach, klar. Ist auch in der Kurve mal wieder. Ich muss auch sagen, wenn die Kurve frei ist, kommst du hier gut durch. Wenn die Kurve irgendwo ein Auto ist, kommst du viel schlechter durch. Liegt aber auch einmal daran, weil ich mich nicht traue, hier zu nah an die KI ranzugehen. Weil ich einfach Angst habe, dass ich hier zu viel Zeit verliere. Vorhin, als ich so intensiv gefahren bin, habe ich halt eben auch Massen an Zeit verloren. Da ich mir einfach die KI gestreift habe. Mal nicht rum. So. Vorsicht! Piss dich doch mal, Alter! Scheiß KI, ey. Zum Beispiel ist es ja auch hier so, das ist ein Spiel, wo man keinen Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Und solche Spiele mag ich auch eigentlich nicht. Weil Schwierigkeitsgrad ist ganz immer so, erstens, man kann das Spiel mehrfach durchspielen auf verschiedenen Schwierigkeiten. Auf einen verschiedenen Schwierigkeitsgrad. Und man hat die Möglichkeit, bei wirklich schweren Missionen einfach zu sagen, okay, wir stellen hier jetzt runter und fertig. Und man verliert jetzt nicht an Spielspaß. Nächstes ist jetzt schon wieder ein bisschen
frustrierend, zumindest für mich, weil ich habe jetzt voll wenig Spielspaß, auch wenn das gerade vielleicht ein bisschen anders klingt. Du hast einfach heute gute Laune, ja. Aber Spielspaß unbedingt jetzt nicht. Weil es wahrscheinlich hier keinen Sinn macht, auf der Geraden das zu nutzen, weil ich krieg bloß Speed zu. Aber ich muss wahrscheinlich beim Rausbeschleunigen nutzen. Aber beim Rausbeschleunigen ist das Problem, dass man es nicht ordentlich nutzen kann, weil dann sofort wieder das Heck ausbricht. So, aber jetzt... Okay, vielleicht müssen wir wirklich einfach nur mit dem Nitro ein bisschen mehr hantieren. Vielleicht ist schon das ganze Geheimnis hiervon. Halt's Maul, bitte. So, jetzt geht's auf diese Brücke hoch. Wie gesagt, die Schadensbilanz ist mir sowas von Schwuppe. Vorsicht! So. Das war die Stelle. Ich glaube, wir sind viel zu langsam. Komm, gib alles. Ja, ich gebe alles. Fast geschafft, Alex. Fast geschafft. Das Ziel. Okay. Bam! Oh, endlich. Halleluja. Halleluja. Boah, ey. Oh. Ey, Silber? Okay, also sie ist wirklich anscheinend dazu geschaffen, dass sie gerade mal so gerade so reicht, ne? Weil ehrlich, Silber. Okay, gut. Gut, gut. Naja. Machen wir mal weiter und gucken, was die Story bringt. Danke, das war knapp. Was Neues? Ich muss die Dateien im HQ auswerten. Du erfährst als Erster, wenn ich etwas zu Coburn finde. Wie schlägst du dich? Abgesehen von den Morddrohungen, gut. Was gibt's? Noch eine Spur zu Coburns Aktivitäten. Fahr zur Position auf der Karte. Weil sie die ganze Zeit keinen Kopf am Arsch und jetzt kommt die, dann ist es den Sinn. Oh nee, ohne Spaß. Jo, klar, bist dahinter, oder was? Boah, schon wieder mit Perf. Nee, ohne Spaß, ey. Dann nehmen wir jetzt aber keine Straßen ohne. Nee. Was haben wir hier so? Fisch. Mobile Garage.